Grüß Gott, wir freuen uns, Sie zu der Tag auf Ländle TV willkommen zu heißen. Hier die Themen für Sie. Wir werfen einen Blick auf die Öffnungsschritte der Gastronomie in Vorarlberg. Die tagesaktuellen Meldungen. Und anschließend natürlich den Wetterbericht von Kachelmann. Mit Eintrittstests, 2 Meter Abstand und einer 20 Uhr Sperrstunde sind die Meinungen in der Gastronomiebranche über die Öffnungsschritte gespalten. Einige sehen es als Chance, für andere ist das Geschäft unter solchen Voraussetzungen nicht rentabel. Heimische Gastrobetriebe äußern sich dazu für den Tag. Die Vorarlberger Gastronomie darf wieder öffnen, ein Schritt zurück zur Normalität. Doch der große Ansturm blieb vorerst aus. Auch nur ein Drittel der Betriebe sperrte am 15. März auf. Mit den Hygienemaßnahmen und früher Sperrstunde würde sich für viele Gastronominnen und Gastronome das Geschäft nicht mehr rentieren. Auch Walli Waldner, Inhaberin vom Café Hecht in Feldkirch, sperrt nur aus Solidarität zu ihren Gästen auf. Es ist wirklich kein Geschäft, aber das wissen alle. Ja, Kopfrechnung. Von meiner Seite habe ich Glück in der Größe, es ist überschaubar. Und ich lasse offen, solange uns das System das alles zulässt. Und ich hoffe sehr stark auf den Sommer, dass wir ohne Tests und mit der Selbstverantwortung wieder selber konsumieren. Auch das hoffe ich sehr. Es ist schon komplex. Der Gast kommt, der drückt mir ja mittlerweile den Test in die Hand. Und wir registrieren ihn noch einmal über einen QR-Code oder manuell. Und in einem Kaffeehaus ist das sehr, sehr aufwendig eigentlich. Die Wirtin freut sich dennoch, wieder zurück im Betrieb zu sein. Jede Woche ohne ihre Gäste war eine zu viel. Franz Köck ist seit Jahren Gast im Café. Mit entsprechender Vorfreude hat sich der Götzner gleich am Morgen testen lassen, um direkt mit seinem Stammtisch gemeinsam anstoßen zu können. Für ihn seien die Lockerungen ein wichtiger Schritt zur Normalität. Super Gefühl. Also wirklich war ein Traum, man kann wieder quatschen, sie hustuschen und so. Toll. Auf jeden Fall war ich testen und ich werde mich auch weiterhin testen lassen, jeden zweiten Tag. Warum nicht? Kein Problem. Es ist höchste Zeit, dass es wieder mal zumindest, wie gesagt, eine Spur Normalität einkehrt. Das regelmäßige Testen in der Teststraße also nicht für alle ein Hindernis. Für Gastronom Herbert Lesser aus Hart ist es die Mischung an Maßnahmen, die nicht genug durchdacht sei. Sein Restaurant lebt vor allem vom Abendgeschäft. Mit der Sperrstunde um 20 Uhr lohnt es sich für ihn nicht, das Lokal zu öffnen. Ich lasse mein Gasthaus zu, da die Rahmenbedingungen einfach nicht für uns passen. Wir können das nicht alles nach die ganzen Regeln, die wir als Vorgabe haben, können wir nicht bringen. Es funktioniert nicht. Und es wird sich da auch nicht rechnen, da unser Betrieb einfach 3/4 vom Umsatz am Abend macht und am Abend die Zeit einfach zu kurz ist. Bis um 19.30 Uhr werden wir wahrscheinlich den Betrieb räumen müssen, damit die Leute alle um 20 Uhr zu Hause sind. Der Gasthausinhaber und seine 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blicken auf April. Bis dahin würde der Betrieb gerne hochfahren. Herbert Lesser hofft auf entsprechende Anpassungen der Maßnahmen. Also ich würde die Testerei einfach nur auf einmal in der Woche beschränken, das 20 Uhr auf 22 Uhr, Minimum eher 23 Uhr. Dann habe ich das Gefühl, dass die Leute auch wieder kommen, weil das ist ja kein Wurststand, wo man hingeht, etwas zum Essen und zum Trinken holt und in 3 Minuten wieder weg ist. Das kostet ja auch Geld. Also schön, dass man aufmachen darf. Ich wünsche mir für uns alle in ganz Österreich, dass wir hoffentlich bald in der Normalität auch mit dem Aufmachen, weil es ist sehr komplex, wir haben sehr wenig Platz, wir machen kein Geschäft. Nein. Die Öffnungen an sich also für viele ein richtiges Zeichen, doch jetzt hoffe die Branche auf Nachschärfungen der Maßnahmen bis Ostern. Wir werfen nun einen Blick auf die Meldungen des Tages. Landesrat Christian Gantner war Montag zu Gast bei Vorarlberg Live. Im Interview mit Pascal Pletsch erklärte er, welche Tests wie lange für Gastro-Veranstaltungen und Freizeit zulässig sind.
Für die Gastronomie gelte ein Antigentest nicht länger als 48 Stunden, ein PCR-Test nicht länger als 72 Stunden oder ein Selbsttest nicht länger als 48 Stunden, aber nur, wenn dieser unter Aufsicht in einer der offiziellen Stellen durchgeführt wurde. Für Freizeit und Veranstaltungen gelten sowohl die Selbsttests wie für die Gastro, als auch Selbsttests, die zu Hause durchgeführt und offiziell registriert werden und nicht älter als 24 Stunden sind. Wichtig zu beachten sei vor allem, dass die Tests, die an den Schulen durchgeführt werden, nicht automatisch für Freizeitaktivitäten gültig sind. Ob Selbsttests künftig mehr Türen in die Normalität öffnen können, bleibt abzuwarten. Der Landesrat zeigte sich aber zuversichtlich. Uns wäre es natürlich wichtig gewesen, diese Selbsttests auch in die Breite zu bringen, dass sie auch in der Gastronomie gelten, im körpernahen Bereich. Aber hier möchten wir jetzt die kommenden Wochen Erfahrungen sammeln, auch unterstreichen, dass hier wohl so eine hohe Sicherheit herrscht, dass die Bevölkerung hier sehr wohl verantwortungsvoll mit dieser Methode umgehen kann. Und wenn wir dieses Zahlenmaterial haben, dann machen wir einen weiteren Vorstoß, dass wir mit diesen Selbsttests auch tatsächlich in die Breite kommen möchten. In einer Pressekonferenz am Dienstag erklärte Gesundheitsminister Anschober gemeinsam mit Expertinnen und Experten, wie man sich vor Mythen und Fake News vor allem rund um das Coronavirus schützen kann. Hier sei vor allem offene und klare Kommunikation wichtig. Die Legenden und diese Verschwörungsmythen und auch Fake News nützen den Zweifel aus und bleiben und lassen den Zweifel auch so stehen. Die Wissenschaft hingegen versucht zu recherchieren, zu analysieren und auch zu falsifizieren und zu verifizieren. Das braucht eben Zeit und ich glaube, wir müssen lernen, wieder Zeit zu haben, weil wir nur dadurch auch wieder schauen können. Und ich merke das in meinen Interviews ganz deutlich, schon das Zweiergespräch hilft. Einfach geduldig zuhören, gewaltfrei zuhören und Respekt zeigen, nicht zu belächeln, sich nicht wegdrehen, sondern einfach dabei bleiben. Das sind meiner Meinung nach die Dinge, die helfen und natürlich auch immer wieder wissen, dass meine Freiheit sich immer auf andere bezieht, auch meine Meinungsfreiheit, aber insbesondere auch meine Freiheit, wie ich mit Maßnahmen umgehe, denn meine Freiheit muss immer auch inkludieren, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Das war der Tag auf Ländle TV. Gleich sehen Sie die Wettervorschau von Kachelmann. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Bis morgen. Bleiben Sie gesund und achtet aufeinander. Auf Wiedersehen. Genug. Genug. Das ist genug. Ja, natürlich kann man bei uns schnuppern. Das sind zwei Teile. Einmal der theoretische Teil, der ist bei mir am Vormittag mit Mathe und Chemie und am Nachmittag der praktische Teil vom Schnupperlehrling ist mit anderen Lehrlingen in verschiedenen Lehren zusammen. Wir müssen ja den Schnupperlehrling kennenlernen und der Schnupperlehrling muss uns kennenlernen oder muss schauen, passt der Beruf für mich oder nicht. Jetzt anmelden zum Schnuppern in der Vorarlberger Industrie. Unterkühlte, teils winterliche Wetterlage hält an. In den Bergen gibt es noch einmal ordentlich Neuschnee. Am Mittwochmorgen starten wir mit Temperaturen um den Gefrierpunkt in den Tag. Es gibt immer wieder Schauer, dabei liegt die Schneefallgrenze bei 500 bis 600 Metern, also knapp über dem Rheintal. Tagsüber sind auch längere trockene Abschnitte und Auflockerungen dabei. Es gibt typisches Aprilwetter und es bleibt kühl mit höchstens 3 bis 6 Grad. Oberhalb von 800 bis 900 Metern ist es ganztags frostig. Am Donnerstag unverändert, teils aufgelockert, teils ein paar Schneeschauer und es kühlt weiter ab. Nur noch 4 Grad werden erreicht. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag könnte es einen kräftigen Schub mit Schnee geben. Dann sind auch ein paar Zentimeter Schnee bis ins Rheintal möglich. Am Freitag bis zum Mittag abklingende Schneefälle, dann Auflockerungen. Am Samstag viele Wolken, dazu kalter Nordostwind und insgesamt kaum mehr als 3 Grad. Nächste Woche schaut es nach Wetterbesserung und langsamer Erwärmung aus.